Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Phantom. In diesem Video zeige ich euch den Afterpatch von den Duplication Glitch mit der Basis und dem Tresen. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Alles, was ihr für diesen Glitch braucht, ist einmal ein Bunker. In dem Bunker braucht ihr ein MOC. In dem MOC braucht ihr einen Lagerplatz für ein persönliches Fahrzeug auf Position 3. Auf diesem Platz muss ein Auto stehen, was ihr zum Duplizieren benutzt. Ich empfehle euch da den Izzy, denn der bringt bis zu 1,8 Millionen komplett aufgerüstet. Ansonsten die anderen Arena-Fahrzeuge sind ein bisschen weniger wert. Das Deathbike ist noch 1,4 Millionen. Dieser Z350 oder wie er heißt, ist noch 1,2 Millionen wert. Ansonsten noch Bennys Fahrzeuge, den LG Custom oder den Sultan RS. Das sind die zwei wertvollsten bei den Bennys Fahrzeugen. Dann braucht ihr eine Basis. In der Basis braucht ihr so viele kostenlose RH8, wie ihr Autos duplizieren wollt. Könnt auch Straßenfahrzeuge benutzen, das ist egal. Und ihr müsst, wenn ihr unter Einstellungen guckt, Steuerung im freien Zielmodus sein. Und den stellt ihr ein in der Story Mode oder im Editor. Da könnt ihr das einstellen, dass ihr im freien Zielmodus seid. Das sind die Needs, die ihr braucht. Wenn ich was vergessen habe, dann erfahrt ihr das im Glitch. Und jetzt kommen wir zum Video. Let's go! Als erstes holt ihr einmal euer Izzy oder was auch immer für ein Fahrzeug ihr duplizieren wollt aus euren MOC raus und stellt das hier so ab, wie ich das gemacht habe. Dann geht ihr aus dem Bunker raus und guckt, dass ihr unter Markierungen ausblenden die Jobs angestellt habt, so dass ihr die ganzen blauen Jobs auf der Karte seht. Und ihr dürft jetzt, wenn ihr den Izzy rausgestellt habt, unter keinen Umständen ein persönliches Fahrzeug anfordern. Ihr müsst jetzt zu eurer Basis, entweder teleportiert ihr euch oder ihr holt euch ein Straßenfahrzeug oder ihr ruft euch den CEO Buzzard. Ja, so werde ich es machen. Ich mache das mit dem CEO Buzzard, denn wenn ihr euch teleportiert, die Rockstar-Server buggen zurzeit so viel rum, dass das echt nervig ist und dass das manchmal den Glitch kaputt macht. Deshalb fliege ich jetzt einfach mit dem Helikopter und dann sehen wir uns gleich wieder an der Basis. Seid ihr in der Basis angekommen, dann joint ihr jetzt erstmal einen Freund in einem anderen Zielmodus, so wie ihr das auch vom Teleport-Glitch kennt. Ja, geht auf irgendeinen Freund oder irgendjemand aus irgendeiner GTA-Community, der in einem anderen Zielmodus ist. Darum stellen wir am Anfang freies Zielen ein, weil das kaum jemand hat. Dann bekommt ihr hier diese erste schwarze Meldung. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob derjenige in einem anderen Zielmodus ist, dann joint ihr dieser Person einfach noch einmal. Dann bekommen wir eine zweite schwarze Meldung und diese verneinen wir mit Kreis. Dann gehen wir einmal an den Tresen, sodass wir links oben die Meldung haben mit drücke rechte Steuerkreuz, um auf die Rezeption zuzugreifen. Wenn wir hier dran sind, gehen wir auf Option, gehen einmal auf die Karte, Interaktionsmenü, gehen nun auf irgendeinen blauen Job, drücken Viereck, dann bekommen wir die erste schwarze Meldung. Bist du sicher, dass du diesen Job starten möchtest? Das bestätigen wir mit X. Die zweite schwarze Meldung, hier warten wir und drücken rechtes Steuerkreuz. Wenn wir rechtes Steuerkreuz einmal gedrückt haben, können wir diese schwarze Meldung mit X bestätigen. Und ihr seht, wir haben hier links das Menü von der Rezeption. Jetzt gehen wir einfach wieder auf Option, gehen auf Online, gehen auf Cashcards kaufen. Cashcards kaufen. Solltet ihr hier eine schwarze Fehlermeldung bekommen, einfach X drücken und nochmals auf Cashcards kaufen gehen, damit sich dieses Bild hier öffnet. Dann könnt ihr hier einfach wieder mit Kreis zurück. Jetzt gehen wir wieder auf die Karte, Interaktionsmenü, gehen auf irgendeinen blauen Job,
auf irgendein blaues Rennen, wie auch immer. Bestätigen einmal mit Viereck. Bist du sicher, dass du diesen Job starten möchtest? Wir bestätigen jetzt einmal X und spammen sofort Kreis hinterher, okay? Einmal X und Kreis hinterher spam. Also X, Kreis, 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 Kreis. Und jetzt könnt ihr euch wieder bewegen. Ihr seht es unten, also rechts unten, Ladevorgang. Und nun geht alles wie vorher. Jetzt steigen wir einmal in den kostenlosen Elegy ein und machen das, wie wir das vorher auch gemacht haben. Aber ich erkläre es jetzt auch nochmal kurz. Ihr steigt jetzt einmal in den kostenlosen Elegy RH8 ein oder in das Fahrzeug, was ihr überschreiben möchtet. Und sobald das Fahrzeug an ist, ja, seht ihr hinten am Auspuff oder ihr hört es auch, wenn ihr Ton an habt, dann joint ihr wieder einem Kollegen in einem anderen Zielmodus. Da wir ja wissen, dass er nun in einem anderen Zielmodus ist und wenn wir jetzt in der ersten schwarzen Meldung sind, halten wir die R2-Taste gedrückt, sobald wir die erste schwarze Meldung haben. So, da haben wir sie, halten R2 gedrückt, also Gas geben. Dann nehmen wir die erste schwarze Meldung einmal an, die zweite lehnen wir ab, die dritte nehmen wir an und wir halten die ganze Zeit Gas gedrückt, halten Gas gedrückt. Jetzt werden wir automatisch aus der Basis geworfen. Wir werden automatisch rausgeworfen und spawnen jetzt vor der Basis. Solltet ihr in der Basis festhängen, dann könnt ihr euch auch aus der Basis raus teleportieren. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ihr dürft jetzt immer noch kein persönliches Fahrzeug rufen. Ich werde mir jetzt wieder meinen CEO-Helikopter rufen. Ihr könnt auch wieder ein Straßenfahrzeug nehmen und damit zu eurem Bunker, wo immer noch euer Izzy draußen stehen sollte. Im Bunker wieder angekommen. Sollte euer Auto immer noch so dastehen wie vorher, wir achten jetzt auch mal aufs Nummernschild, denn ihr braucht keine iFruit-Kennzeichen. Ja, jetzt ist es 43SY. Wir steigen ein und das Nummernschild wird sich ändern in das von dem kostenlosen Elegy in 210JK. Jetzt müsst ihr einfach nur noch in euren MOC reinfahren, rechte Steuerkreuz drücken und das Auto ist abgespeichert. Wenn ihr hier Probleme habt, dass das Auto nicht im MOC drin steht, dann lauft vorher einfach einmal durch. Ja, ihr geht hinten in den MOC rein, lauft dann hier einmal komplett durch, lasst das Auto draußen stehen und dann geht ihr hier vorne einfach wieder raus und fahrt dann mit eurem Izzy rein. Ich habe diese Probleme nie, darum kann ich immer direkt reinfahren. Das Auto ist nun abgespeichert und jetzt könnten wir theoretisch gesehen einfach weiterklitschen. Wir setzen uns hier wieder in das Auto rein. Das Original steht nun in der Basis und das hier ist nun das erste Duplikat. Ja? Jetzt fahren wir das Auto einfach wieder raus, stellen das wieder ab. Ja, entweder lassen es hier stehen oder stellen es wieder auf diese Plattform oder wohin auch immer ihr wollt. Dann geht ihr einfach aus dem Bunker wieder raus, teleportiert euch, CEO-Helikopter oder nutzt ein Straßenfahrzeug. Auf jeden Fall wieder kein persönliches Fahrzeug anrufen. Ich empfehle euch, ein Straßenfahrzeug zu nutzen. Auch gerade eben bei der Aufnahme hatte ich eben das Problem, dass beim ersten Mal der Izzy weggespawnt war mit dem CEO-Helikopter. Müsst ihr ausprobieren, es ist bei jedem immer anders und ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr mir am besten ein Like da, kommentiert für den Algorithmus, teilt das Video mit euren Freunden, markiert eure Freunde in den Facebook-Gruppen unter das Video, wo ich es poste und viel Spaß beim Glitch und beim Geldmachen, bin hiermit raus. Peace out, euer Phantom. What?